fast in so einer, wenn ich sagen Luxusklasse, aber doch schon in einem etwas gehobenen Bereich der, ja, der Stromproduktion. Und gerade bei solchen Artikeln sage ich immer, man sieht es immer so ein bisschen relaxed. Wissen Sie, wenn nichts passiert, ist alles in Ordnung. Auch eine Versicherung, eine Haftpflichtversicherung oder was, die zahle ich einmal im Jahr oder was immer im Januar, wups, wird das abgebucht. Denkt man, ja. Aber es ist trotzdem gut zu wissen, dass man sowas im Hinterkopf hat. Denn wenn man 7 Meter Entfernung hat, man ungefähr 60, 65 Dezibel. Das ist ungefähr so, als wenn Sie an der Ampel stehen und die Autos fahren an Ihnen vorbei. Ist nicht schön, aber ist auszuhalten. Und lieber ein bisschen Gesumse irgendwo im Garten draußen oder so und vielleicht ein Nachbarn, der sagt, naja, was soll denn das, als drinnen keine Heizung zu haben und vielleicht im Dunkeln da zu sitzen oder mit der Kerze irgendwo am Wohnzimmertisch mit der ganzen Familie zu kauern. Dann lieber, wenn es mal geregnet hat drumherum, macht es dem Gerät überhaupt nichts aus. Lauf ruhig und vor allen Dingen sehr zuverlässig mit einer ordentlichen Portion an Strom, die Ihnen garantiert zur Verfügung steht. Und genau das ist der Grund, warum gerade dieses Modell auch bei dieser Leistungsdichte so stark nachgefragt wird. Ja, und auch hier schauen wir natürlich mal direkt, wie viel. Als eben, wenn nicht, weil dann sitzt man da. Und ich bin mir sicher, von dem Nachbarn, von dem du eben gesprochen hast, der wird dann auch rüberkommen und sagen, ich möchte auch ein bisschen Strom abhaben. Hast du eine Leitung für mich? Bei uns, ich glaube, da wird sich gar keiner beschweren. Bei uns ist der Strom auch leer. Ne? Oder bei uns, ja, bei uns kommt auch nichts an. Hast du nicht noch eine freie Leitung? Ja, oder sowas? Ist ja alles so. Stell dir das mal vor. Alle sitzen im Dunkeln, außer du. Na klar. Machen mit Sicherheit auch viele. Gerade so eine klassische Doppelhaushälfte kannst du den draußen vielleicht so auf die Grundstücksgrenze stellen oder auf die Terrasse stellen. Der eine nimmt sich Leitung 1 und der andere nimmt sich Leitung 2. Warum denn eigentlich nicht? Kann man sich die Kosten so ein bisschen teilen. Jetzt sind wir wirklich im Luxussegment angekommen. Ja. Eins der beliebtesten sogenannten Benzin-Inverter-Generatoren möchten wir Ihnen jetzt vorstellen. Und ich bin kein Macho, in der Stelle lasse ich aber Monika trotzdem mal ran. Denn so ein Benzin-Inverter-Generator, ein Generator im Allgemeinen, wiegt natürlich ein bisschen was. Das ist ein Verbrennungsmotor, wenn der nur 5 Kilo wiegen würde, würden wir irgendwas falsch machen. Und bei mir ist Gewicht, gerade in dem Bereich, natürlich auch ein Qualitätsmerkmal. Sie sehen aber, selbst die knapp 35 Kilo bei diesem Gerät hier lassen sich spielend leicht bewegen, weil sie eben diese Trolley-Funktion haben. Das kennt man mit Sicherheit mal von so einem Flughafen-Trolley oder sowas, von so einem Handgepäckskoffer oder kann sowas. Kann sie auch draufsetzen, ja, herrlich. Das ist eine schöne Sitzgelegenheit. Auch nicht schlecht. Sie haben das gesehen, also Monika kann selbst mit ihrer zarten Gestalt und ihren hohen Schuhen so ein Gerät ohne weiteres bedienen. Mehrere Vorteile hat dieses Gerät neben einer amtlichen Stromausbeute, die sie damit erzeugen können. Reden wir gleich noch von, mit dabei erstmal die Feinheiten. Sie haben gerade gesehen, Monika hat die Fernbedienung schon wieder versteckt. Ja. Ja, sieht aus wie die Fernbedienung von der Zentralverriegelung Ihres Autos, ist es aber nicht. Stimmt. Ist ein An-Ausschalter. Ich glaube, den kann man auch bedienen, wenn man noch werfen, können Sie das ganz bequem eben auch mit der Fernbedienung. B-Anschlüssen und den 12-Volt-Anschlüssen direkt vorne, schön direkt zentral an der Front, eine Energieausbeute bis zu 3000, so ein leichtes Brummen. Ja. Als kein Licht, keine Heizung und kein gar nichts zu Hause. Das ist mein Albtraum. Sondern wenn ich das toll finden würde, würde ich mich in eine Höhle setzen und wäre vielleicht damit zufrieden, mit so einem Generator. In einer mittelgroßen Großstadt. Ja. Wo man sagt, da denkt man eigentlich, kann nichts passieren, ne? Ja, bei mir auch, mitten in der Stadt. Ja. Haben wir falsch gedacht. Kunde der Stadtwerke, Rechnung pünktlich bezahlt, alles tut hier einfach. Ist der Strom im Dunkeln. Ja, deshalb seien Sie schnell beim Bestellen, die ZX 82, 47 und die 5, 6, 9. Aber wenn Sie vielleicht sagen, Sie wollen noch mehr Strom, dann haben wir auch das noch für Sie. Und da sind wir jetzt in einem Bereich, der steht hier vorne, ist unser größtes und leistungsstärkstes Modell. Mhm. Ein Modell, was ich jetzt eher so in Richtung Feuerwehr, in Richtung THW und so weiter einsortieren würde. Ich behaupte mal, die werden wahrscheinlich im Notfall mit ähnlichem Gerät vor der Tür stehen. Leistungsstärkste heißt hier bis zu 3700 Watt in der maximalen Ausbeute, bis zu 4200 Watt in der Spitze. Ja, und Monika kriegt einen kleinen Vorgeschmack von 48 Kilo Gesamtgewicht. Ja, also da ist natürlich auch Gewicht gleich Leistung, das muss man eigentlich einfach so sehen. Tschüss. Und trotzdem geht das, oder ist das zumutbar? Ja, das oder geht ist sogar das sehr mit einer Hand. Was du da tust? Nee, das geht sogar mit einem Finger. Ja. So, also alles machbar, die Dinger sind also beweglich. Klar, zwei gestandene Männer werden den einer rechts, einer links auch bewegen können, wenn es mal eine Treppe hochgeht oder sowas, ja. Aber wenn eben alle Stricke reißen, sowas stellt man sich nur auch nicht unbedingt gleich neben das Sofa oder in die Küche neben den Herd. Den hast du irgendwo in der Hand haben. Der ist mit dem Smartphone zu verbinden. Ist kein Muss, aber Sie können das tun, wenn Sie das möchten. Denn klar, bei so einem Gerät, man hat hier bei den Premium-Modellen immer so eine Tankanzeige drauf. Ja, aber Sie wollen nicht alle 3 Stunden mal rauslaufen, mal gucken, wie viel Sprit ist denn noch drin. Ja, oder mal eben schütteln. Sie können sich das Ganze also auch ganz komfortabel auf dem Smartphone anschauen, wenn Sie da die Stelle gar nicht wirklich gehen. Also wenn Sie ein Hochleistungsgerät und wer sowas haben möchte, der steht natürlich gerne also auch mal im Fachhandel davor und denkt sich, pff, da machen
andere Leute eine Woche Urlaub von. Ja. Ja, oder kaufen sich ein Auto. Heute haben wir den endlich mal zu bezahlbaren Preisen. Und damit sind wir also auch nicht nur von der Leistung, sondern auch vom Preis her bei unserem absoluten Klassenprimus angekommen. Ja, das ist einfach nur der Wahnsinn. Solche Preise gab es noch nie, wie wir jetzt aktuell in unserem Herbst-Sale Ihnen anbieten dürfen. Deshalb seien Sie auch hier wieder schnell, wenn genau das Ihr Modell sein soll. Ich finde das auch wieder super, dass man hier quasi auch den wieder von A nach B ziehen kann. Man muss ihn gar nicht tragen. Man kann ihn wie einen Koffer hin und her bewegen. Das finde ich auch immer sehr wichtig, aber natürlich auch die Bestellnummer nenne ich ihn auch gerne, damit Sie direkt bestellen können. Die ZX8241 und die 569. Und für diesen Preis haben Sie dann einfach Ihr Leben lang Strom, wenn andere vielleicht auch eben keinen Strom haben bei einem Stromausfall. Und Sie sind immer auf der sicheren Seite. Ganz einfach einen Benzintank vielleicht auch daneben stellen. Und dann haben Sie eben immer Ihren Strom. Das ist einfach nur richtig fantastisch. Also Carsten hat das hervorragend erklärt. Wir haben hervorragende Preise für Sie. Deshalb suchen Sie sich einfach Ihr Modell aus oder vielleicht auch einen kleinen und einen etwas größeren kombinieren. Auch das finde ich immer super. Und natürlich auch für die schönen Momente benutzen. Gerade jetzt natürlich nochmal, wenn man vielleicht auch mal Veranstaltungen noch draußen haben möchte oder generell draußen Geräte betreiben möchte. Dann nutzen Sie das aus, aber im Fall der Fälle sind Sie dann eben auf der sicheren Seite.